Ja, und da gibt es schon fast Beats und wir sind hier jetzt wo genau? Wir sind im mobilen Tonstudio vom Hitproducer. Hitproducer war ein Thema, das Regio TV Plus von euch aufnehmen musste, weil ich denke, im Moment sind so viele Leute daheim, die haben vielleicht Inspirationen gehabt und haben vielleicht gar nicht gewusst, wie macht man denn ein Lied. Jetzt, Sonja, du hast dir das eigentlich auf die Fahne geschrieben und gesagt, das ist mein Projekt. Erzähl mal, was macht ihr da genau? Hit produzieren? Ja, genau. Ja, wir gehen in soziale Institutionen und auch teilweise Ferienpass oder sonstige Orte. Und wir zeigen den Leuten, wie sie können Musik produzieren. Und zwar die Basics, der Einstieg. Wir zeigen ihnen eben irgendwie, wie sie können mit einem kleinen MIDI-Keyboard so einen Beat aufnehmen, Loops machen, wie sie kreativ sein können, sich entfalten, ja. Ja, aber Sonja, muss man denn nichts mitbringen? Kann man einfach kommen? Hat vielleicht eine Melodie im Kopf? Oder wie läuft das an? Perfekt, ja. Also, man braucht keine Vorkenntnis, nichts. Man kann kommen und dann schaut man, was passiert. Das ist meistens so eine Jam-Session-mässig. Oder wenn du schon eine Idee hast, also irgendeine Melodie im Kopf, dann kann man die natürlich aufnehmen oder deine Stimme verändern. Also, dann sehe ich das richtig. Da geht nicht alles nur mehr jetzt über elektronisch. Das hat ja auch Instrumente. Also, die entwickeln dann miteinander spielen. Ja, voll. Also, wir haben noch Bass-Ukulele, elektrische Gitarre, so Drumkit. Also, wir haben verschiedene Instrumente. Und dann, je nachdem, was dir gefällt, nehmen wir das vor, schauen, was passt. Man kann vielleicht etwas ausprobieren, wo du das erste Mal spielst und denkst, ja, vielleicht doch nicht. Also, wir sind da recht offen. Jetzt haben wir aber alle gerade ein bisschen eingeladen, um das Angebot wahrzunehmen. Aber an wen richtet sich dein spezielles Angebot? Mhm. An Jugendliche vor allem. Also Jugendliche zwischen 12 und 18. Und ja, also es ist, je nachdem, wo wir hergehen, sind es irgendwie Ferienpass-Jugendliche, die sich anmelden. Oder in der Bibliothek, da sind manchmal auch noch die Eltern dabei. Wir haben es aber auch schon als Teamanlass gemacht bei einem Museum. Also es sind auch Erwachsene, sind unsere Ansprechgruppen. Im Moment sind aber die meisten Projekte, die wir machen mit Jugendlichen. Ja. Also könnte ich jetzt, wenn ich als Lehrer eine Schulklasse habe und ein Musikprojekt habe, könnte ich mit dir Kontakt aufnehmen und die würden dann so mit dem Köfferli quasi wirklich in den Schulunterricht gehen? Ja, voll. Bis jetzt haben wir noch nicht oft in der Schule etwas gemacht, aber das ist sicher möglich, ja. Also von dem her, ja, sehr gerne mit mir Kontakt aufnehmen, wenn man das Gefühl hat, ah, ich will, dass das mobile Tonstudio kommt. Wir sind verschiedene Coaches, also ich bin nicht allein. Und wir kommen mit unserem Equipment und wir bauen das auf und dann machen wir innerhalb von kurzer Zeit machen wir einen Track mit den Leuten zusammen. So. Eigentlich habe ich gelesen von dir, hast du eine sehr soziale Oder. Wo ist denn die Komponente Musik dazugekommen? Wo ist die Symbiose plötzlich vonstatten gegangen, dass du gemerkt hast, hey, das ist natürlich super, da kann ich ja mit der Musik kann ich gerade noch mal ein Stückchen näher auch an Leute herankommen, eventuell auch Probleme miteinander begehen? Mhm, also von mir ganz persönlich, weil ich für mich habe gemerkt, Musik ist für mich so wirklich eine Sprache, wo Sachen kann ausdrücken, die du vielleicht manchmal mit Worten nicht ausdrücken kannst. Und das hat mir auch mega geholfen. Und dann habe ich gefunden, ja, ich habe noch den sozialen Background und ich bin mir gewöhnt, mit Leuten zu arbeiten. Und ich habe Musik für mich so entdeckt und wollte das wie weitergeben. Mhm. Gut, noch zum Abschluss, das ist noch ganz wichtig, nebst dem Musikmachen, die bietet aber auch Hilfe an, wenn Leute Fragen haben, eben Tonstudio suchen, Vertrieb und alles, da gehört ja eine ganze Maschinerie drin. Mhm. Ja, voll. Also wir haben zum Glück wirklich verschiedene Musikschaffende im Team und sind als Coaches auch mit dabei. Und je nachdem können wir dann wirklich in verschiedene Richtungen auch Ratschläge geben. So, ja. Und dann lassen wir es krachen. Wo hat es gemacht? Da. Und hier auch. Das ist natürlich so, das ist jetzt eher so ein bisschen pianomässig. Spielerisch mit Musik umgehen und ein Hitproducer werden. Hier meldet euch direkt bei der Sonja.